beschwert wird. Ja, beschwert wird er. Ja, noch auf. Jetzt wird's spannend. Jetzt okay, schon, da kommt Gas, da kommt Gas. Boah, das stinkt. Einige Stunden zuvor. Schnell, bevor er was merkt. Für ihre besondere Kochaktion sammeln Caroline und Gunnar Rohstoffe ein. Frisch vom Erzeuger, auf einem Hof im fränkischen Örtchen Aub. Die komischen Leute sind gleich weg. Frische Kacke noch. Gut, top. Kaffee kochen mit selbstproduziertem Biogas, das ist heute unsere Aufgabe und wir sind ziemlich gespannt, ob das jemals was werden wird. Ja, da sind keine Kaffeebohnen, nein, aber trotzdem die erste Etappe unserer Aufgabe des Tages. Sehr appetitlich, oder? Ja, wir liefern. Und damit sagen wir Bonjour à tous und herzlich willkommen bei Xenios. So, also von vorne. Aus diesem Pferdemist hier soll Biogas entstehen. Und zwar da drin, da schlafen keine Leute, sondern das ist eine Art Mini-Biogasanlage. Und der Clou ist, das Biogas gibt's to go. Ausgedacht hat sich das eine Unternehmerin, eine Junge, und die treffen wir gleich. Und Biogas, das galt lange in Deutschland als große Hoffnung. Es sollte die grüne Batterie der Energiewende werden. Inzwischen ist aber die Liebe ein bisschen abgekühlt und viele halten heute die Entwicklungen rund um das Biogas sogar für umweltschädlich. Die große Frage ist, was ist da los, was ist da passiert und wie sieht es aus mit der Zukunft des Biogases? Das wollen wir heute rausfinden. Ja, und vor allem, wo bleibt der Kaffee? Waldmannshofen in Süddeutschland. Knapp 300 Einwohner, viel Landwirtschaft. Hier lebt die Familie von Marco Ley seit Generationen von Milchvieh und Ackerbau. Der junge Landwirt möchte diese Tradition fortführen, aber der Job der Eltern rechnet sich immer weniger. 2010 setzt er alles auf eine Karte. Vom Vieh bleiben nur ein paar Rinder übrig. Stattdessen baut Marco Ley eine Biogasanlage. Wir haben praktisch Haus und Hof auf die Kippe gestellt, um bei der Bank Geld zu bekommen. Und das wäre, wenn das so nicht gut gelaufen wäre, wäre praktisch alles verloren gewesen. Ja. Das war damals wirklich, hat für schlaflose Nächte gesorgt. Ich habe damals frischen Hof übernommen und der erste Schritt war praktisch, den ganzen Hof zu verpfänden, übertrieben gesagt. Immerhin, im Jahr 2010 sind die Verdienstmöglichkeiten für deutsche Energielandwirte bestens. Biogas gilt als Energieträger der Zukunft und hat schon seit den 80er Jahren Fans. Den Erbauer der ersten Hochleistungs-Biogasanlage bei Lindau zum Beispiel. Eine Biogasanlage ist eine Anlage, in der aus Mist hochwertigste Energie erzeugt wird. Der Fairness halber muss ich heute sagen, dass die Idee zur Entwicklung einer Biogasanlage nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Die ursprüngliche Idee der Biogas-Pioniere ist eine nachhaltige Resteverwertung. Als Substrat, also als zu vergärenden Stoff, nimmt man Mist, Gülle oder Ernte- und Essensreste. Biogas entsteht, wenn das vergärt. Im Kraftwerk verbrannt, wird aus Biogas Strom. Durch die Verbrennung entsteht auch Wärme, die zum Heizen genutzt werden kann. Während Sonne und Wind eine wetterabhängige Stromquelle sind, kann Biogas rund um die Uhr verbrannt werden und Lücken in der Versorgung ausgleichen. Man sagt, Biogas ist grundlastfähig. Damit Energiebauern wie Marco Ley den Umstieg wagen und auch schaffen, garantiert ihnen von der Jahrtausendwende an das deutsche EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, hohe Preise für ihren Strom. Festgeschrieben, 20 Jahre lang. Der Biogasboom, der dadurch ausgelöst wird, gefällt nicht jedem. In Waldmannshofen sorgen sich die Nachbarn. Vielleicht auch, das hat mir so keiner richtig gesagt, aber vielleicht, man hantiert ja mit Gas auch ein bisschen. Ob einem das um die Ohren irgendwann fliegt und die Teile dann im Ort landen sozusagen. Aber wie gesagt, man hat es dann versucht zu erklären. Dank der Anreize verdreifacht sich binnen 10 Jahren in Deutschland die Zahl der Anlagen nahezu. Von 3.700 auf über 9.000. Zum Vergleich, in Frankreich gibt es Ende 2016 erst knapp 500 Biogasanlagen. An der Munich School of Engineering bündelt sich die Energieforschung der Technischen Universität München. Direktor Thomas Hamacher sagt, für die nachhaltigen Energiesysteme der Zukunft ist Biogas wertvoll, aber das richtige Maß noch nicht gefunden. Biomasse hat natürlich eine rasante Entwicklung durchgemacht. Und durch die Förderung des EEGs
ist vielleicht auch mehr Biogas zeitweise ausgebaut worden, als man sinnvollerweise ausgebaut hätte. Insbesondere hat man natürlich einfach Mais und andere Substrate in die Biogasanlage eingebracht, die wirklich von Feldern kamen, die nur für diesen Zweck angebaut wurden. Und da müssen wir uns natürlich schon fragen, ist das die wirklich nachhaltige Art und Weise, wie wir Biogas herstellen wollen? Mais bietet die größte Biogasausbeute und wird deswegen in Deutschland bald massenhaft angebaut. 2015 wachsen Energiepflanzen wie der Mais schon auf 13% der Landwirtschaftsfläche. Das neue Wort Vermaisung macht die Runde. Umweltschützer warnen, der Mais sei eine problematische Pflanze, die als Lebensraum für Tiere ausscheidet. Es drohe eine Maiswüste. 2014 passt die Politik das EEG an. Von 60% soll der erlaubte Maisanteil bis 2021 auf 42% zurückgehen. In Frankreich ist das immer schon anders. Energie- und Nahrungspflanzen sind nur bis zu einem Anteil von 15% als Rohstoff für Biogas erlaubt. Auch Marco Lei befüllt seine Biogasanlage zu 2/3 mit Mais. Ein schlechtes Ökogewissen hat er dabei nicht. Es werde unterm Strich in der Gegend nicht mehr Mais angebaut als früher, weil viele Nachbarn ihre Landwirtschaft aufgeben mussten. Die neuen Vorgaben in Sachen Mais betreffen ihn erst ab 2030. So viel Zeit und Ruhe haben viele seiner Kollegen nicht. In der Biogasbranche Deutschlands ist die Goldgräberstimmung vorbei. Alle Subventionen sind gestrichen. Für die ersten Anlagen enden bald die garantierten Strompreise. Deutlich weniger neue Anlagen werden gebaut. Wir sind jetzt in einer Umbruchsphase, wo ja, die wirkliche Stärke der Biogasanlage noch nicht ausgespielt werden kann und vielleicht natürlich die Vorteile, die das EEG vorher geboten hat, so nicht mehr da sind. Reststoffe wie Biomüll oder Gülle werden in Zukunft wieder interessant. Rentable Anlagen müssen möglichst effizient werden. Ich muss natürlich dafür sorgen, dass die Wärme optimal abgenommen wird. Also eine Biogasanlage sollte immer im Verbund eines Ortes gesehen werden als Wärme- und Stromquelle. Und wenn man beides zusammen natürlich optimal plant und eben auch die Wärme abgibt, sollte man damit auch einen wirtschaftlichen Betrieb realisieren können. Strom und Wärme liefern für den ganzen Ort. Das war auch bei Marco Leis Biogasanlage der Plan. Waldmannshofen sollte das erste Bioenergiedorf der Region werden. Dadurch wären Fördergelder geflossen. Das Projekt scheitert an Kosten und dem Vertrauen einiger Nachbarn. Heute versorgt Marco Lei ein Drittel des Ortes mit Wärme, bislang zum Selbstkostenpreis. 7 Jahre nach seinem Start als Energielandwirt kommen auf Marco Lei wohl wieder Investitionen zu. Nach 2030 will er seinen Strom möglichst flexibel anbieten können. Bei Regen oder Windstille, wenn andere Energieträger nicht liefern und der Preis deswegen hoch ist. Die Weichen muss er jetzt stellen. Wir sind noch in einer guten Laufzeit drin, aber Genehmigung und alles, das zieht, kann sich ein bisschen ziehen. Und wir wollen uns rechtzeitig informieren, wo da die Chancen liegen, ob sich sowas rentiert überhaupt. Biogas hat den Hof der Leis erst einmal gerettet. Eine sorgenfreie Zukunft garantieren kann der Energieträger nicht. Die Biogasbranche selbst muss sich nach explosivem Start in Deutschland in den kommenden Jahren konsolidieren. In Frankreich dagegen soll bis 2023 die Biogas-Gesamtleistung verdoppelt werden. Dann haben wir jetzt eigentlich alle Zutaten für Biogas beisammen. Unseren Pferdemist, ein Zelt, Wasser und Katrin Pütz, die weiß, wie es geht. Wie fangen wir an? Ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Pferdemist. Jawohl. Den da nehmen wir uns mal eine Portion. So, jetzt mischen wir erstmal mit Wasser. Okay. Da kann okay, man Dreckswasser nehmen, Regenwasser, Abwasser, egal. Wie viel? So, dass es flüssig wird. Es muss fließfähig sein manchmal. Da kann man nicht zu viel. So, ist gut schon mal. Und dann ja. Mischen? Genau, schon mal ordentlich mischen. Oh, heute war es wieder glamourös in der Arbeit. Super. Ja, optimal. Du machst es super. So, und jetzt da, Vorsicht, einfach mal reinkippen. Genau. Okay. Ist das für einen guten Zweck? Nicht ganz treffsicher, aber plus minus. Ja. Jetzt benutzt du die Pumpe. Okay. Ja, das funktioniert. Es rutscht nach. Genau. Das heißt, ich habe unten einen Sack voll Wasser und Mist. Genau. Und dann? Und kommt Sonnenlicht drauf und es gärt. Richtig, das ist ein natürlicher Prozess über Bakterien. Und die Bakterien bauen die organische Substanz ab. Ja? Und
im Zuge von diesem Abbau entsteht eben Biogas. Und wir haben jetzt so also Pferdemist reingetan, könnte man da andere organische Substanz reintun? Richtig. Eigentlich alles außer Holz. Ja, Holz hat zu viel Lignin, aber alles, was ja, Küchenabfälle, Tierdung, menschliche Fäkalien oder Erntereste, Ernteabfälle, alles Mögliche. Wie lange dauert das? Das kommt drauf an, wie warm es ist. Das hängt stark von der Temperatur ab. Mhm. Aber bei so ca. 35 Grad dauert es 30 Tage, um Kuhmist zum Beispiel abzubauen. Da können wir jetzt aber hier an der letzten fränkischen Kante bei den Temperaturen lange warten, bis da Biogas entsteht. Ja, da das funktioniert nicht, oder? Sehr lange warten. Im Winter ist ungünstig. Da ist es einfach zu kalt. Da sind die Bakterien zwar nicht tot, aber denen ist zu kalt, die arbeiten einfach. Was ist denn die Idee? Für wen ist dieses Zelt gedacht? Das ist tatsächlich für, man kann sagen, Entwicklungsländer gedacht. Dort, wo Menschen eigentlich traditionell auf Holz kochen. Ja? Holz als Energiequelle zum Kochen hat mehrere Nachteile. Erstens diese Rauchentwicklung. Ja? Das ist Todesursache Nummer 1 in Afrika. Wow. Sind die Konsequenzen von dieser extremen Rauchbelastung in Küchen. Zweitens geht das Holz zur Neige. Ja? Es gibt in vielen Gebieten fast kein Holz mehr. Das heißt, die Leute haben extrem Schwierigkeiten, überhaupt noch eine Kochenergie aufzutreiben. Und wenn der Sack da unten drin dann wirklich voll ist mit Biogas, dann kommt einer mit dem Kocher und schließt den an und dann kann man kochen mit dem Gas. Normalerweise wäre das so. In dem Fall ist es anders. Ich habe nämlich den Biogas-Rucksack entwickelt. Das ist ein großer Speichersack, um Biogas auf dem Rücken zu transportieren. Und hier ist es so, dass das Gas automatisch in den Biogas-Rucksack über eine Leitung fließt. Ja. Das ist das weiße Ding da? Das ist der Sack da hinten in der Ecke. Okay. Der füllt sich von alleine auf. Und wenn er voll ist, dann kann man ihn entweder hier direkt vor Ort an den Kocher anschließen oder man kann ihn eben verkaufen. Mhm. An den Nachbarn, der vielleicht keine Biogasanlage oder keine Kühe hat, der kann dann aber auch Biogas nutzen. Ja, das heißt, er nimmt diesen Rucksack, nimmt den mit nach Hause, schließt einen Kocher an und kann kochen. Und weil wir den Biogas-Rucksack gerne mal voll und in Aktion sehen würden, lassen wir uns den jetzt auffüllen, und zwar bei Marco Lai. Caroline, hallo, grüß dich. Hi. Grüß dich. Hallo. Servus, hey. Servus. Kalte Hand. Ja. Sollen wir den hier mal ablegen? Genau. Nicht, dass er schwer ist. So, super. So, und wo gibt's den Stoff? Okay, wir gehen. Laut! Nein, nein. Genau. Okay, jetzt den. Halt das? Ja, ja. Ich probier's mal. Ich hab's genau. Hände, aber vielleicht. Ah, verstehe. Oh ja. Ist gar nicht. Au. Krass. Pass auf. Nee, ich bin auch totaler Feinmotoriker. Sie sehen, das könnte einen kleinen Moment dauern. Deswegen machen wir in der Zwischenzeit noch was anderes. Wenn es um die Zukunft der Energiebauern geht, dann fällt ja immer wieder der Begriff bedarfsgerechte Stromerzeugung. Und was das genau bedeutet, das zeigen wir Ihnen, während ich mich hier mit dem Schlauch noch weiter abmühe. Das Versuchsgut der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Grub bei München. Hier gibt es Kuhställe, Schweineställe, Schafställe. Labore, Büros, Wohnungen, ein Schlachthaus und eine eigene Kantine. Das Versuchsgut ist vergleichbar mit einer 1000-Einwohner-Gemeinde, zumindest was den Strombedarf angeht. Und dazu läuft hier ein Experiment. Die Frage, schafft man es mit einer Biogasanlage, die Energie für das gesamte Gut zu produzieren? Das Hauptproblem, im Laufe des Tages schwankt der Strombedarf extrem. Also rein von der Landwirtschaft ist natürlich ein Schwerpunkt in der Früh und am Abend, wenn gemolken wird, auch wenn dann die Milch runtergekühlt wird. Und natürlich auch die Mittagsspitzen. Wir haben ja auch eine Kantine, wo gekocht wird, also ganz klassisch. Und unser Ziel ist es, ganz gezielt dann Strom zu produzieren, wann er auch gebraucht wird. Bedarfsgerechte Stromerzeugung mit Biogas. Wie könnte das gehen? Punkt 1. Den Grundbedarf deckt in Grub seit 2014 dieses Blockheizkraftwerk, das mit Biogas betrieben wird. Daneben wird bald ein zweites Kraftwerk gebaut, das bei hohem Strombedarf zugeschaltet wird. Punkt 2. Der Gasbehälter. Er muss ausreichend groß sein. Für die Zeiten, wo wir weniger Leistung haben, können wir den Gasspeicher füllen, um dann in Spitzenzeiten den Gasspeicher wieder entleeren zu können, um eine höhere Leistung dieser Zeit eben produzieren zu können. Punkt 3. Die Fütterung der Anlage. In Grub kommt hauptsächlich Mist und Gülle in den Gärbehälter. Daraus produzieren Bakterien dann das Gas, aus dem wiederum der Strom erzeugt wird.
Will man aber die Bakterien dazu bringen, in kürzerer Zeit mehr Gas zu produzieren, bekommen sie ein besonderes Futter: Zuckerrüben. Das heißt, sie ist ein Substrat, das in der Biogasanlage sehr schnell abgebaut zu Biogas produziert werden kann und daraus eben sich ableitet, sehr schnell Strom produziert werden kann, dass man innerhalb weniger Stunden die Gasproduktion deutlich steigern kann. Das bedeutet, wenige Stunden bevor in der Versuchsanstalt der Stromverbrauch ansteigt, weil beispielsweise in den Ställen gemolken oder in der Kantine gekocht wird, landen Zuckerrüben in der Biogasanlage. Und zwar als Mus. Eine Maschine zerkleinert die Rüben. Zunächst wird die zähflüssige Masse in einer Güllegrube gelagert. Die ist mit einer Spezialfolie ausgekleidet. Der niedrige pH-Wert des zuckrigen Rübenbreis würde sonst den Beton zersetzen. Wie gut diese Methode funktioniert, wird hier erstmals getestet. Da sind wir mehr oder weniger in den Kinderschuhen. Es tut sich momentan sehr viel bei der Zuckerrübe, weil man eben große Hoffnung auf die Zuckerrübe als Alternative zum Mais setzt. Aber den richtigen Weg der Aufbereitung der Zuckerrübe, den kennt man noch nicht. Wir wollen einfach hier Erfahrungen sammeln, dass wir Tipps weitergeben können, wie man solche Biogasanlagen noch besser integrieren kann in der Fläche, dass also wirklich ganz gezielt der Strom produziert werden kann, wann er benötigt wird. Bedarfsgerechte Stromerzeugung mit Zuckerrüben. Eine Stromlieferung nach Maß, die vielleicht auch das Problem der Vermeißung löst. Die Erkenntnisse aus Grub könnten in Zukunft anderen Energiebauern zugutekommen. Bei Markolei in Waldmannshofen tanken Caroline und Gunnar unterdessen Biogas. Okay. Oh, ich höre was. Ja, echt? Ja, das macht Sch. Der hebt sich auch, oder? Wenn es jetzt so voll ist, kann das nicht explodieren? Also so könnte es höchstens platzen, aber das hält bis 0,5 bar Druck aus. Und so einen hohen Druck kriegen wir auf keiner Biogasanlage. Was ist mit Feuer? Also das ist ja ein brennbares Gas, das ich auf dem Rücken habe. Ja. Da könnte man sich ja Sorgen machen, theoretisch. Stimmt, Gas in der Tüte. Nee, Biogas ist tatsächlich zur Hälfte CO2. CO2 ist nicht brennbar. Die andere Hälfte ist Methan. Und das braucht jetzt eine ganze Menge Luft, also Sauerstoff, um überhaupt brennbar zu sein. Also man kann sagen 1:5 ungefähr, okay, das Verhältnis. Das heißt, man kriegt es nur zum Brennen, wenn man wirklich viel Sauerstoff mit dazu mischt. Deshalb explodiert das nicht. Und es steht nicht unter Druck. Also hier mit einem Feuerzeug wäre null Risiko? Null Risiko, also du kannst das Material schmilzen, wahrscheinlich nicht mit dem Feuerzeug, du brauchst schon eine stärkeres Feuer. Das Material schmilzt und dann kommt halt das Gas raus, was eben unter Druck steht jetzt, so ein bisschen Druck. Ne? Und das flammt dann ab, wo es Kontakt zum Sauerstoff oder zur Luft hat. Also aber der Sack wird nicht explodieren. Okay. Basketball spielen kann man damit, glaube ich. Ja. Schwimmen eine Runde. Genau. Und das ist immer noch nicht voll. Ja, jetzt ist voll. Ist schon voll. Wie trägt man den jetzt in Paris? In Paris? Eleganz hat einen Namen. Oh, der ist spannend, aber schwer ist er nicht. Du hast wie ein Zwerg mit einer riesen Schulranze. Bisschen Manöver. Kaffee gekocht wird natürlich nicht an der Biogasanlage, sondern drüben auf dem Hof von Markolei. Können Sie mal losfliegen? Gunnar nutzt die Gelegenheit zum Testspaziergang mit dem Biogasrucksack. Auch wenn es in Waldmannshofen nie so ganz funktioniert hat, wie erhofft, Strom und Wärme mit Biomasse zu produzieren, ist ein Schlüssel für die Energiewende. Ein scheinbar gut funktionierendes Beispiel, eine kleine Käserei im Allgäu. Montagmorgen, 7 Uhr. Bei der Sennereigenossenschaft Gunzesried liefern 12 Bauern ihre Milch an. Rund 3.500 Liter am Tag. In der Käseküche ist schon seit 2 Stunden Betrieb. Heute wird Backsteinkäse gemacht. Die Milch vom Vortag und die frisch angelieferte Milch werden mit Lab- und Bakterienkulturen versetzt und dickgelegt. Der feste Teil trennt sich so von der flüssigen Molke. Also jetzt bei einem Backstein ist das Verhältnis 7 Kilo, das 10 Liter Milch, 7 Liter Molke und 3 Kilo Käse. Backsteinkäse ist ein halbfester Schnittkäse.
Bei Hartkäsesorten bleiben von 10 Litern Milch sogar 9 Liter Molke übrig. Lange Zeit wurde diese Molke an Schweine verfüttert. Aber der Schweinemester verlangt jetzt aufwendige Futtermittelzertifikate. Das war der Sennerei zu viel Bürokratie und zu teuer. Einfach selber Schweine zu mästen, hätte aber ein neues Problem geschaffen. Circa 1 Million Liter Molke, die wir verfüttern, gibt circa 1 Million Liter Gülle, für die wir hier in unserer bergigen Region einfach keinen Platz haben, wo wir die nachher ausbringen können. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum dieser Schweinestall in Bezug auf die Molkerei gestorben ist, weil wir diese Gülle nicht verwerten können, nicht ausbringen können. Auch die Verarbeitung zu Trinkmolke oder die Trocknung ist hier zu aufwendig. Doch zum Wegkippen ist die Molke zu schade. Und das wäre auch gar nicht erlaubt, denn es sind noch Mineralstoffe drin, ein Rest Eiweiße und Milchzuckeranteile. Die Kombination aus diesem allen macht die Molke eigentlich relativ aggressiv gegenüber Beton und Eisen, sprich gegenüber den Abwasserkanälen. Die Gunzesrieder Genossenschaftsbauern haben weiter nach einer Lösung gesucht und dann vor knapp 3 Jahren eine Molke-Vergärungsanlage bauen lassen. In dem Foliensack ist Biogas, das Bakterien in dem hohen Edelstahlbehälter aus dem Milchzucker der Molke produziert haben. Daniel Blessing ist Austragsbauer der Genossenschaft. Er kontrolliert die Molke im Reaktor regelmäßig. Sie ist durch die Bakterien schwarz geworden. Damit die Bakterien gut arbeiten können, müssen Temperatur und pH-Wert stimmen. Beides im richtigen Rahmen zu halten, ist gar nicht so einfach. Denn der Zustrom an frischer Molke schwankt je nach Käseproduktion. Und das verändert die Arbeitsbedingungen der Bakterien. Momentan muss ich jeden Tag kommen und schauen, wie viel Molkasper in den Reaktor lädt. Weil wir haben nicht jeden Tag gleich viel Molke, sondern einen Tag haben wir 5000 Liter, der andere Tag bloß 2000 Liter. Jetzt muss ich das halt einstellen. Die Bakterien im Reaktor zersetzen die Inhaltsstoffe der Molke auch so weit, dass die nach dem Gärprozess problemlos ins Abwassersystem geleitet werden kann. Das gewonnene Biogas wird verbrannt. Dabei entsteht Wärmeenergie für die Käseherstellung und das ganze Gebäude kann damit geheizt werden. Statt vorher 30.000 Liter Heizöl im Jahr brauchen die Sennereigenossen jetzt nur noch knapp 10.000 Liter. Zum einen, wir haben eine sichere, langfristige Problemlösung für das Problem Molke bei uns. Und zum anderen, wir sind von der Energie doch unabhängiger als unser anderer Betrieb. Und es ist relativ sicher, dass die Energie auch in Zukunft nicht billiger, sondern eher teurer wird. Und da haben wir eigentlich unserer Meinung nach eine wichtige Entscheidung in Zukunft getroffen. Die Allgäuer Landwirte sind stolz, dass sie ihre 17 Käsesorten zum Großteil mit Energie aus Molke produzieren. Die Investition von 300.000 Euro in die Biogasanlage soll sich in gut 15 Jahren amortisiert haben. Einen Autoreifen brauchen wir noch zum Kaffee kochen, ja, habe ich gehört. Was machen wir jetzt mit dem? Den müssen wir jetzt auf den Biogas-Rucksack legen, damit der nicht beschwert wird. Ja, beschwert wird er. Ja, das Gas auch rauskommt. So, das drückt das Gas jetzt in die Leitung. Jetzt macht man eben hier noch auf. Jetzt wird's spannend. Boah, das stinkt. Ja, stinkt schon. Ja. Oh, ich glaub, den Gasbrenner, speziell für den Betrieb mit Biogas, hat Katrin Pütz selbst entworfen. Es ist erstaunlich, wie gut meine Laune sofort wird, sobald Kaffee auch bloß in Aussicht gestellt wird. Bisschen groß die Flamme für unsere kleine Kanne. Passt doch. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Wahnsinn. Ja, das schaffen wir. Was ist denn jetzt Ihrer Meinung nach die Zukunft von Biogas? Also ich würde sagen, Biogas hat grundsätzlich ein Riesenpotenzial. In Deutschland und auch in vielen anderen Ländern. In Deutschland, glaube ich, muss man einfach ein bisschen nachjustieren. Man hat jetzt viel gelernt über die letzten Jahre, in denen Biogas erst ein großer Hype war und jetzt ein bisschen in die andere Richtung umgeschlagen ist. In Ländern, wo ich jetzt hauptsächlich aktiv bin, also viel in Afrika, hat Biogas ein Riesenpotenzial. Und da kommt es auch darauf an, dass man es richtig macht. Weil viel wird über Entwicklungshilfe so stark gepusht, dass es leider nicht nachhaltig funktionieren wird. Ja, weil die Strukturen, die dafür nötig sind, dass so eine Technik läuft, dadurch einfach nicht geschaffen werden. Während das jeder betreiben kann, selber. Das kann jeder betreiben, aber man muss gleichzeitig eben die Infrastruktur aufbauen,
dass Leute, die sich so eine Technik kaufen, auch mit Service bedient werden, mit Wartung. Und das ist das Wichtigste bei jeder Technik, die neu eingeführt wird. Und in dem Fall von unserer Technik ist es ja so, dass derjenige, der da rein investiert, eben über den Verkauf von Biogas Geld verdienen kann. Und das macht den großen Unterschied. Keine andere Biogasfirma, die in Entwicklungsländern tätig ist, bietet eben diese Möglichkeit. Mhm. Deshalb sind die Leute von diesen Fördergeldern so stark abhängig. Vor ein paar Stunden war es doch noch so, dass noch Pferdemist. Kuhäpfel. Ach Gott. Wallis Kaffee. Der Geruch ist auch etwas angenehmer. Gut, dann walten wir zum letzten Schritt. Wir sagen schon mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Kaffee. Wir trinken Kaffee.